Gladiators take the stage. Es ist Montag und damit wieder Zeit für dein Verein Hartberg. Sie wissen, wir blicken kompakt zurück, wir werfen auch einen Blick hinter die Kulissen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Manuel, schön, dass du auch wieder dabei bist als unser Sky-Experte. Hallo. Servus. Hey. Also es war einiges los bei den Hartbergern in dieser Woche. Im Cup ein 3:0 zu Hause gegen Wattens. Der nächste Gegner ist dann Innsbruck, aber ich möchte bei Wattens bleiben. Eigentlich eine Reifeprüfung, kann man sagen, oder? Absolut. Das Thema war nach 30 Minuten gegessen, würde ich sagen. Im Vorfeld haben wir gesprochen, das wird eine harte Nuss, Wattens zu knacken. Die performen heuer sehr, sehr gut. Sind in der Liga Zweiter und trotzdem haben sie es sehr, sehr souverän abgehandelt. Und am Sonntag kam dann der erste große Name in die Profertil Arena mit Austria Wien. Die 4000er-Marke wurde geknackt. Das hat auch richtig gut ausgeschaut, absolut, oder? Absolut. Ja, da, voll. Die Tribüne eingeweiht. Die kleine Tribüne, ja. Egal, klein und groß, aber eingeweiht. Ja, gute Bilder, gute Stimmung auch, oder? Haben wir noch mitbekommen im Fernsehen? Absolut, nein, es war schwer okay. Leider ist die Überraschung ausgeblieben, man hat sich tapfer gewehrt, aber ja, es gab ja die Nachspielzeit. Ja, Manuel Ortlechner hat ja lange bei der Austria gespielt, war Kapitän, ist Meister geworden. Jetzt seit neuestem großer Hartberg-Fan. Wem hast du da jetzt die Daumen gedrückt? Ja, das kann man ja ruhig sagen, dass ich einfach den Club sehr, sehr sympathisch finde, auch wie man dort agiert. Es ist ja egal, ob jetzt die violette Vergangenheit oder nicht. Dass ich Austrianer bin, das weiß eh jeder, aber trotzdem kann man ja objektiv und neutral bleiben. Ah, die beiden Herzensbeine, sag's doch. Ja, somit habe ich mich geoutet. Aber für die Hartberger hat es lange ja gut ausgesehen mit einem Punktgewinn, am Ende aber eben das 0:1 und wir schauen uns jetzt die Highlights an. Neuer Zuschauerrekord beim Aufsteiger aus Hartberg. Mehr als 4000 Fans sehen das Heimspiel gegen die Wiener Austria. Die Wiener vom Beginn weg in den weißen Trikots, die gefährlichere Mannschaft, allen voran Kevin Friesenbichler. Der gebürtige Steirer hatte viele Möglichkeiten, um dieses Spiel vorzeitig zu entscheiden. Aber der Stürmer der Austria scheitert immer wieder am sehr guten Torhüter der Hartberger, an René Swete. Die Hartberger selbst werden unmittelbar vor der Pause gefährlich und dann sehr gefährlich. Repp scheitert mit Pech. Innenstange sein Schuss, nachdem er sich gegen Klein durchsetzen kann. Glück für die Austria. Nach dem Seitenwechsel ähnliches Bild wie schon in Hälfte 1. Kevin Friesenbichler allein gegen Hartberg. Und diesmal hat auch der Austria-Stürmer Pech, trifft Aluminium. Das alles nach einer guten Stunde. In der Schlussphase setzt Austria-Trainer Letsch auf volle Offensive, bringt Evandro, Mondschein und Venuto. Und der Brasilianer hat die Möglichkeit auf Siegtor. Der Ball hätte gepasst, aber Hartbergs Innenverteidiger Huber rettet vor der Linie. Und dann in der Nachspielzeit der letztlich verdiente, wenn auch glückliche Sieg durch den Joker Evandro aus Brasilien. Nach Flanke Cuevas das Siegtor. Austria besiegt Hartberg mit 1:0. Ja, der Gegentreffer in der 92. Minute. Was hat denn da nicht gepasst am Schluss bei dieser Szene? Ja, es war sehr bitter natürlich auch, weil unterm Strich mit dem Punktgewinn, glaube ich, hätten wir es schon anfangen können aus Hartberger Sicht. Aber der Laufweg, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war sehr, sehr gut von Evandro. Der hat sich dann nach vorne weggestohlen, wenn man das so sagen kann. Die Flanke ist auch ganz gut gekommen und ja, da war diesen Hauch ein bisschen schneller an den Ball und der Kopfball war nicht einfach. Ist immer länger und länger geworden und der sehr, sehr starke René Swete hat in dem Fall das Nachsehen gehabt. Ja, welche neuen oder auch alten Erkenntnisse hat diese Partie dem Trainer Markus Schopp gebracht? Dass wir sehr, sehr viel investieren müssen, dass wir zu unseren Möglichkeiten kommen und einfach zu wenig daraus machen. Und die Gegner natürlich auch aufgrund ihrer Qualität immer wieder Chancen sich herausarbeiten. Das ist ganz normal, aber dann passiert halt zu leicht etwas. Und das sind ganz einfach Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, weil es ist einfach irgendwann einmal schon so, dass die Mannschaft sich dafür belohnen muss. Und dieses Belohnen, das steht aus und wir glauben jedes Mal, es fehlt nur ein kleiner Schritt, aber wir haben heute wieder gesehen, dass es trotz einer ansprechenden Leistung doch nicht genügt. Sind wir da wieder bei dem alten Thema Qualität, Leergeldzahlen oder einfach nur Pech, wenn das so läuft? Ich glaube von allen ein bisschen etwas, warum das dann in dem resultiert, dass man oft gut mitspielt, aber unterm Strich dann leider zu wenige Punkte am Konto hat. Er wiederholt sich fast, der Markus Schopp, alle 1, 2, 3 Wochen, würde ich fast sagen. Aber er weiß natürlich auch, wo er herumschrauben muss, aber das ist nicht so einfach mit seinen Möglichkeiten. Man bemüht sich ja eh, aber ja, leider reicht es manchmal nicht. Glaubst du, können die das noch hören? Ihr spielt sehr brav, aber
Schade halt. Es ist egal, ob sie es hören wollen oder nicht. Es ist sehr, sehr oft die Realität, deswegen müssen sie es hören wollen. Ja, einer, der möchte das nicht mehr hören, nämlich das ist René Svete. Schon langsam kann ich selber nicht mehr aussprechen oder das besprechen. Es ist halt wieder ein neuer Tor, das wir spät kriegen, nach einer beherzten Leistung von uns. Und ja, es ist halt der Ball reinkommen und ich glaube, mit dem Kopf hat er sich vor unseren Verteidiger drücken können. Und jetzt stehen wir wieder mal mit 0-1 da, kriegen wahrscheinlich wieder Lob von allen Seiten. Aber ja, mit der Zeit wird es anstrengend. Ja, wir sehen hier noch einmal den Treffer, wenn Sie noch einmal draufblicken möchten. Chancenlos, oder? Also ich glaube, wenn ich den heute spiele, nicht in Hartberg, dann ist das vielleicht in Spanien irgendwo oder in Deutschland, aber ist halt einmal so, jetzt haben wir das gekriegt, aber ich kann es immer wieder nur aufs Neige sagen, ich glaube, unser Weg ist der richtige. Wir sind der TSV Hartberg, das wissen wir sind aufgestiegen und natürlich war die Austria heute das etwas spielbestimmendere Team, aber ich glaube, wir haben trotzdem unsere Chancen vorgefunden und wir brauchen uns da vor keinem Verstecken in der Liga. René Svete, der spricht einfach immer Klartext. Ja, gute Aussagen, nur wenn rundherum die Leute sagen, gut gespielt, muss man nicht hinhören. Und da darf man ruhig hart zu sich selber sein und er soll nicht so viel auf das hören, Tipp von mir, was rundherum passiert. Man soll sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein und das ist ja eh gewesen. Das ist, glaube ich, so ein Rat, wo man dann, glaube ich, besser durch die Karriere findet. Dass du viel Erfahrung mit vom Umfeld. Ja, deswegen habe ich es auch an dieser Stelle gesagt. Also, entscheidend war für mich immer, was der Trainer sagt und wie ich mich selber sehe. Das waren die zwei wichtigsten Aussagen. Aber man kann sagen, er ist so ein richtiger Typ auch in dieser Truppe, oder? Ja, und er bringt sehr, sehr gute Leistungen. Das ist ja, was dazu kommt. Typen sind viele, aber man muss auch dazu noch gute Leistungen bringen. Es gibt auch sehr viele, die immer den Mund oft aufgerissen haben und trotzdem weniger gute Leistungen gebracht haben. Bei ihm passt beides. Ja, dann lassen wir das Sportliche mal beiseite. Sie wissen, bei deinem Verein, da rücken wir auch die Menschen in den Vordergrund, die sonst eher im Verborgenen arbeiten. Bei Hartberg ist das der Zeugwart Adrian Habersack. Und ja, den haben wir besucht bei seiner Arbeit. Adrian Habersack schreitet zur Tat. Er ist der Zeugwart hier in Hartberg und hat schon seit längerem eine Verbindung zu dem Verein. Meine Vorgeschichte ist so, dass ich von der Jugend auf schon zum Fußball begonnen habe mit 6 Jahren und eigentlich immer für den TSV Hartberg gespielt habe. Und dann in späterer Folge durch den Beruf habe ich dann normal weitergespielt, aber als Amateur. Ich war nie Profi und mein Vater war auch immer im Fußball tätig. Egal ob als Aktiver oder als Zeugwart, der Fußball gehört bei ihm eben dazu. Ein Leben ohne wäre einfach unvorstellbar, oder? Könnte ich mir eigentlich nicht mehr. Ne? Jetzt bin ich 57, eigentlich seit einem 6. Lebensjahr ist Fußball für mich das Wichtigste, außer der Familie natürlich. Das darf man natürlich nie vergessen. Ein Familienmensch, der bei seiner Arbeit zwar ruhig wirkt, aber an Spieltagen auch lauter werden kann. Man fühlt schon mit. Ja. Ich bin da sehr emotional und oft Probleme auf dem Schiri gegenüber was zu sagen. War echt in letzter Zeit etwas zu hektisch, ja. Emotionen pur zeigt er auch beim Bundesliga-Aufstieg. Ausnahmezustand in Hartberg. Ja, da ist sehr abgegangen. Ja, das waren Tage. Nicht ein Tag, sondern Tage, wo wir gefeiert haben. Ja. Ich habe das ja selber auch in meiner Karriere auch miterlebt, öfter zu feiern. Also ich kann das schon auch das feiern. Da bin ich immer live dabei. Ein Zeugwart, der hautnah am Geschehen dran ist und sich bestimmt auch in Zukunft keine Feier entgehen lassen wird. Adrian Habersack hat sein Leben dem Fußball gewidmet, eine schöne Geschichte. Ja, wieder jemand, der mit Herz und Seele am Verein hängt, sehr, sehr vereinstreu, Fußball über alles stellen, sehr schön eigentlich. Und das mit der Frau, Familie musst du ja sagen, wenn die das sieht. Stimmt, das hängt der Segenschiff zu Hause. Jetzt frage ich mich, wenn der so gut feiern kann, wieso war der nicht auf Malle mit? Stimmt, ist er nicht mitgenommen worden? Also am Teamfoto war er nicht oben, vielleicht hat er es gemacht, keine Ahnung. Oder wegen der Frau war er nicht am Foto. Das kann auch sein. Weißt du, wer dabei war? Natürlich, der Kapitän Sigrid Raswalder. Der war dabei und den haben wir Fragen der etwas anderen Art gestellt. Heute mit Sigrid Raswalder. Diplomatisch. Hattrick, Sixpack kriege ich mal glaube ich mit meinen Alter. Krankl. Habe ich selber als Trainer gehabt und war ein cooler Typ. Meister.
schlau. Großzügig. Party. Berge. Bierbauch. Dorfkaiser. Dusche. Pensionsvertrag. Na, der Captain Sigi Raswalder ist auch so ein Typ in dieser Truppe. Ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, dass der ja nicht immer zur ersten Wahl auch zählt. Und trotzdem, wenn er spielen darf von Beginn an, dann gute Leistungen bringt und auch diese Situation, glaube ich, ganz gut wegsteckt, wie sie ist. Und guter Typ. Ja, der war gefühlt mal wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Es ist einfach schön, ihn in der Bundesliga wieder zu sehen. Oder? Absolut, das zeichnet ihn auch aus. Er ist so ein Stehaufmännchen, sehr, sehr fleißig auch. Auch schmutzeln müssen wir die eine oder andere Aussage, um ehrlich zu sein. Party, eh klar. Nach diesem Aufstieg. Hartberg ist Party. Schön gesagt. Gibt es eine Party am Samstag gegen den WRC? Auswärts? Ja, also wieder. Es kommen ja keine einfachen Gegner, ja. Natürlich nicht. Und der WRC ist auch so eine Mannschaft, vielleicht so wie der LASK oder auch St. Pölten, so die Mannschaften der Stunde. Puh, wird wirklich schwierig sein, aber ich bleibe dabei. Es wäre mal cool, auch wenn Sie sagen könnten, nach der Partie, ja, weniger gut gespielt, aber Punkte mitgenommen. Könnte das auch besonders sein, Christian Ilzer? Ja, natürlich. Es ist ein Auseinandersetzen mit der Vergangenheit auch, wie ein spezielles Spiel für alle Beteiligten, hüben wie drüben. Mit den Party-Auseinandersetzen von damals. Ja, stimmt. Ja, schauen wir, wer dann wirklich feiern kann nachher. Schauen wir. Wir werden am Montag auf alle Fälle wieder darüber sprechen. Bei deinem Verein und die Partie dann am Samstag live zu sehen bei uns auf Sky. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis bald. Das sind wir, für die es Bausamkeit hier. Das sind wir, halten alle zusammen zu dir. Man kommt nach Hartberg her und will am Fußball sehen.